Leute, heute ist wieder Vice City angesagt. Hab mich schon total gefreut, bin hier raus aus dem Haus, kurz vor der Aufnahme. Hab gedacht, boah, fett, kann ich gleich wieder 5000 abgreifen. Kopfhörer? Hallo? Ja, jetzt. Kannst aber vergessen, 1619 sind hier auf dem Zähler. Ja, ihr wisst, alle, die fleißig immer gerne zugucken, wir sind auf der Suche nach Geld und brauchen ganz dringend Geld. Mal nur gucken hier, ob die Aufnahme auch richtig läuft. Nicht, dass sie wieder von Anfang an anfangen muss. So. Wieder kurz umstellen, R2 ist nicht Gas. Fähiges Bremsen. Scheiße. Okay, läuft wie immer richtig geil. Ja, Kohle. Wir brauchen Kohle. Ich habe mich von einem treuen Zuschauer belehren lassen, dass die Rennstrecke, die ich gesucht habe, hinten am Vice City Beach ist. Also auf der anderen Seite, wo wir gesucht haben. Da werden wir jetzt mal hinfahren und werden mal gucken, ob wir das Top Gun Spiel machen mit diesem ferngesteuerten Auto. Vielleicht können wir uns da wenigstens 200-300 Dollar abgreifen. Vielen Dank nochmal an der Stelle dafür, dass du das in den Kommentar reingeschrieben hast. Ich hoffe für dich, dass es dort ist, sonst komme ich bei dir daheim vorbei. Ah, nur Spaß. Mir egal. Macht Spaß zu spielen, aber ist nichts gut. So. Vice City Beach ist normalerweise hier. Ich kann mich schon fast daran erinnern. Ich glaube, das ist da, wo der Sandbuggy steht. Fahren wir einfach mal hier quer rüber. Officer, gehen Sie mal aus dem Weg. Ich habe keine Zeit für Ihren Mist hier. Leute durch die Gegend, das ist ja furchtbar. Ich hoffe, ich finde es jetzt. Ich schwöre, ich habe deinen Kommentar durchgelesen. Ich schwöre. Ja, da ist es. Junge, du bist der Beste. Danke dir. Ich hoffe, du guckst jetzt zu. Die Stelle ist nur für dich. Nur für dich. Fähiger Mann. Muss ich es nur noch finden. Wo es steht. Ich glaube, das hast du sogar auch in deinen Kommentar reingeschrieben. Mal lieber schnell die Karre hier aus dem Weg schaffen, bevor sie hier in 1000 Teile zerfliegt. Wo ist der Wagen? Wo wäre ich, wenn ich dieser Wagen wäre? Hier ist die Rennstrecke, hier geht's los. Hallo, wo bist du? Hier zwischendrin vielleicht? Nee, auch nicht. Man weiß es nicht. Das letzte Mal in meinem Leben, dass ich Vice City spiele. Ich hab's geliebt. Ich lieb's im Herzen immer noch. Aber jetzt reicht's mir einfach. Ja. An der Rennstrecke hinten in Vice Point. Ich guck mal hier gerade rüber. Schauen wir mal, wo es war. Ich brauche einfach nur auf meinen Kanal gucken hier. Hat er schon geantwortet. Z3RTAQ. Hat er gerade geantwortet, der Gute. Oh Mann, ey, es tut mir leid, dass ich so lange unterbrechen muss hier. Was soll denn der Mist? Beitrag ansehen. Komm, mach doch auf hier, den Mist hier. Was haben wir jetzt? Du musst nur den Strand entlang fahren Richtung Malibu Club, also nach links. Da ist dann die Rennstrecke mit dem ferngesteuerten Wagen. Das könnte noch ein bisschen genauer sein, mein Freund. Aber nur ein bisschen. Ich fahre jetzt hier noch einmal rum und dann kann mich dieses dumme ferngesteuerte Scheißfahrzeug, und sorry, dass ich jetzt so ausfällig werde, mal so richtig an meinem wunderschönen glatten, ihr wisst schon was, mal richtig schön, ja. Piep, müsste ich hier die ganze Zeit machen. Ist denn diese Karre? Wo ist sie denn? Ich habe irgendwie so ein ungutes Gefühl, dass ich schon 20 Mal dran vorbeigefahren bin. Ach komm, ja, brenn endlich. Brenn bitte endlich.
Erlöse mich. Nein, ich erlöse mich nicht. Oh. Meine Güte, ey. Und gleich eine Trophäe noch kassiert. Richtig geil. Kann man mal machen. Ja, gut. Hat nichts gebracht. Ich würde am liebsten mit dem Hubschrauber drüber fliegen. Ich kann mich erinnern, dass es hier in der Nähe war. Du hast auf jeden Fall recht. Schick doch am besten ein Foto bei mir unter die Kommentare und helf mir einfach weiter, dass ich nicht so dumm und elendig nervig hier weggehen muss von diesem Spiel. Ich laufe jetzt hier noch ein letztes Mal hoch, damit ich euch nicht ganz so arg langweile. Schaue ich mal, ob es hier vielleicht steht, aber ich frage mich, was der Bus auf der Terrasse machen soll. Also dämlicher geht es ja eigentlich fast gar nicht. Ich dachte, vielleicht ist hier was Schönes versteckt. Kannst du auch vergessen? Kannst du vergessen. Okay, Thema Top Fun und Top Gun und keine Ahnung, was ist für mich abgehakt. Ich habe im Internet keine Karte gefunden, wo irgendwas eingezeichnet ist. Langsam zweifle ich wirklich an mir, ob ich das Spiel damals wirklich gespielt habe oder ob ich vielleicht ein Zeitreisender war, der irgendwie hinter irgendeinem Kind gesessen ist, der Vice City gespielt hat. Klingt alles doof und dumm, aber könnte ja irgendwie möglich sein in der heutigen verrückten Welt, oder? Vielleicht war es nicht ich, vielleicht war es jemand anderes. Schön klar, kann man natürlich nicht durch die Glasscheibe fahren, das ist natürlich logisch. Weil es hier einfach nur noch ein Stück hinter, aber es war nicht so weit weg, weil hier ist ja die Rennstrecke ist ja da und da muss man ja mit diesem Fahrzeug auf der Rennstrecke fahren. Hier ist schon das Einkaufscenter, das ist definitiv zu weit. Ja, schön. Aber wieder eine Mission erfolgreich abgeschlossen, sage ich mal. Tut mir an dieser Stelle wieder extrem leid. Ich weiß, ich könnte das eigentlich so in der Dauerschleife schreiben. Es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Meine Fresse! Könnt ihr nicht mal aufpassen, wo ihr hinfahrt? Oh nein, 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 nein. Es gibt... Alter. Wenn ich dich erwische irgendwo... Oh, ich hasse euch. Ey, das regt mich auf. Wo sind die Handgranaten? Hier sind die Handgranaten hinterm Haus, oder? Ist es die Polizeiwache? Nee, ist es nicht. Oh Mann. Oh Mann. Jetzt ist gleich wieder Rebo hier bei mir, Leute. Wieder alles weg. Die Waffen, die ich hatte. Ah, Alter. Nein, 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 nein. Hau ab. So, dann machen wir dasselbe wie immer. Geh mal Geld einsammeln. Hoffen wir, dass ein bisschen irgendwo schon rumsteht und rumliegt. Hier fahren wir mal zum Pole Position Club runter. Mit unserem hässlichen Glendale. Ich will mich eigentlich schon gar nicht mehr aufregen. Es geht auch irgendwie gar nicht mehr so richtig. Also ich habe... Kennt ihr das, wenn sich im Gesicht so eine Wut anstaut? Das ist eigentlich, dass sich bei Frauen immer zu Tränen, entwickelt. Aber beim Mann ist es so ein Schmerz hier im Hals. Weil du so einen richtigen Hass hast. Das kotzt mich an, ey. Steig aus. Kletter hoch. Meine Fresse, ey. Ich will das Auto nicht. Ich will ein gescheites. Zumindest ein scheiß Taxi. Steig aus. Das ist meins jetzt. Hau ab. Mann, 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 Mann. Da vergeht einem echt alles. Da vergeht einem echt alles. Das regt mich richtig auf. Ja, was gibt's noch Erfreuliches? Irgendwas Erfreuliches, was ich erzählen könnte? Ja, genau. Noch 4 Abonnenten, dann habe ich 70 Abonnenten. Klingt vielleicht nicht viel, für mich ist es aber schon so. Also ich finde es richtig geil. Muss man echt sagen, hätte ich nicht erwartet. Nach in Anführungszeichen so kurzer Zeit, dass ich fast 70 Abonnenten habe. Das hätte ich niemals gedacht. Ich danke euch. Ich finde es schön, dass ich irgendwelche Leute mit meiner Fresse glücklich machen kann. Mit meinem Mist, den ich hier zusammenspiele. Meine Güte. Das ist wirklich... Ah! Mann! Kotzt mich das an, ey. Penner. Kann man nichts kaufen. Ich will endlich mal wieder eine Mission machen und durch die Gegend schießen und keine Ahnung was. Mann. Ich habe mir das so versaut mit diesen Missionen, dass ich die ganze Zeit jedes Geld und hier und da und Mist und... Oh Mann. Muss mal auf die Uhr gucken hier. 9 Minuten, Gott sei Dank. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Ah, jetzt weiß ich was. Kurz, Entschuldigung, dass ich unterbreche.
Ich muss hier mal rein. Ich glaube, hier konnte mal rein. Ich muss mich hier drin mal aufregen. Vice City Polizei Hauptquartier. Wem kann ich eine Runde hauen dafür, dass er mich verhaftet hat? Wem? Oh Scheiße, das geht ja hier schon los. Oh Mann, ey. Ja, das ist auch ein Mistake. Komm, Tommy, raus hier. Ihr nerven den Polizisten. Haut ab. Nein. Nicht wieder verhaften. Schnell weg. Tommy, los. Nimm die Beine in die Hand. Und klau gleich noch so als Strafe für die Polizisten im Polizeiauto. Komm. Yes, offen sogar. Geil. Richtig, richtig geil. Oh. So, schnell zum Pole Position Club. Vorne noch ein bisschen Money abgreifen. Nein. Das war auch wieder richtig knapp hier. Richtig, richtig knapp. So, so viel Zeit muss sein. Anzug wechseln. Ah, jawohl, genau, das war ja was. Die Sterne sind weg. Aha. Hättet ihr gern gehabt, dass er mich kriegt, ha? Ihr Wanzen, ihr Traurigen. So, warte, das ist hier gespeichert. Ja, schon. Bin schon erschrocken. Naja, gut, das kann man mal mitnehmen. 40.000, so. Was wollte ich kaufen? Ich wollte das Filmstudio als nächstes kaufen. Fehlen noch 19.000, das kostet 60. Kriegen wir auch noch hin bald. Kriegen wir auch noch bald hin und dann kann ich aufhören, euch zu langweilen hier damit. Mit meinem dummen Rumgegurke. Oh. Aber ich kann nichts dafür, die Straße ist nass. Bin komplett unschuldig. Was? Steht nicht mal ein Ding hier, nicht mal... Ah, doch. Wir fahren mit der Selbstmord-PC ab. Was versteckt sich denn hier im Busch eigentlich? Ah, eine Handfeuerwaffe. Ja, können wir gebrauchen. Zufälligerweise können wir es gebrauchen. Nein! Mann, Tommy, wir wollen doch Motorrad fahren. Hau ab. Meine Güte. Es ist alles so nass hier. Regt mich auf. Hier war doch auch irgendwo mal so ein Hubschrauber hier. Irgendwo in den Seitengassen war mal ein Hubschrauber drin, wo man so aufs Wasser landen konnte, glaube ich. Dieser Sea Sparrow, oder wie er heißt. Nicht Captain Jack Sparrow, sondern Sea Sparrow. So hieß der, glaube ich. Keine Ahnung. Bin völlig ratlos. Ich will endlich die Kohle haben. Das Problem ist nur, dass wir dann halt wieder überhaupt gar kein Geld haben, wenn wir alles ausgeben für irgendwas. Ich will nicht. Ich bin zu geizig. Ich will das Geld nicht ausgeben. Ich will nicht. So, schauen wir mal, ob wir da die 5000 voll haben. Ich glaube es ja fast nicht. Ah, das war knapp. Das ist schade, bei Vice City Stories muss man Ballons abschießen, dass man die ganzen Waffen kriegt. Umsonst wie bei den Päckchen. Oh Mann, ey, was ist denn? Kann das nicht mal ein bisschen schneller gehen hier? Dauert immer 100 Jahre, bis ich hier das Geld bekomme. 45.555. Das ist unsere Glückszahl. Bin ich mir ziemlich sicher, das ist unsere Glückszahl. Wir kriegen jetzt durch einen Bug im Spiel, kriegen wir jetzt genau dieselbe Summe nochmal. Träume ich davon. Heimlich. Ich bin innerlich so verletzt. So traurig und verletzt. Oh, das ist auch noch nicht ganz voll. Oh Mann, das ist wirklich gruselig. Ist die Frage, kostet es 50.000 oder kostet es 60.000? Ich bin mir nicht wirklich sicher. Was kostet die Druckerei? Ich will die Druckerei nicht. Geht's hier zur Insel? Ne, hier ist die große Überfahrt. Die Insel ist hinten. Okay. Gott sei Dank liebe ich Miami in den 80ern einfach. So dass es mir hier eigentlich gar nicht richtig langweilig werden kann. Und ich weiß, dass ihr noch auf uns wartet. Auf uns wartet die finale Mission. Auf uns warten die Missionen.
im Filmstudio, im Nachtclub. Da haben wir noch richtig geile Sachen vor uns. Und wir haben es uns einfach nur verbaut, oder beziehungsweise, das heißt ihr, ich hab's verkackt einfach. Weil ich mir ständig Waffen kaufen musste, statt ich mich einfach mal angestrengt hätte. Kann man aber wirklich einfach vergessen. So müssen wir halt mal wirklich richtig hart arbeiten. Naja. Greetings from Vice City. Einer geht noch. Ich glaube, es kostet 60.000. Ich will uns gar keine Hoffnung machen. Ich glaube, es kostet 60.000. Aber wenn wir dann endlich alles haben und die Missionen gemacht haben, dann kriegen wir auch mal richtig, sage ich mal, ja, 60. 12.000 noch. Zwei Folgen noch, dann können wir es uns leisten. Dann können wir es uns leisten. Dann ist auch das Wasserflugzeug freigeschalten. Ja, jetzt brauchen wir keinen Stern, ist egal. Ist mir egal. Ist mir scheißegal. So. Ja, was könnte man machen? Taxi fahren? Nee. Komm, wir machen mal eine Bürgerwehrmission. Wir machen mal eine Bürgerwehrmission. Wenn wir irgendwo ein Polizeiauto finden. Ich dachte, das ist jetzt trotzdem zufälligerweise dieser Top Gun Wagen oder Top Fahren oder wie es auch immer heißt. Z3 RTQ, keine Ahnung, wie dein Name ist bei YouTube. Schreib doch mal bitte unter die Kommentare, wo das Auto ist. Ich krieg das nicht mehr aus dem Kopf. Ich will wenigstens eine von diesen Top-Fun-Missionen machen. Noch bevor der ihre Schenkel genauso dünn sind wie ihre Unterschenkel. Möchte ich das gerne noch machen. Das wäre richtig geil. Helf mir bitte. Und helf allen anderen, die in das Video regelmäßig angucken. Bevor ich hier einen Koller kriege. Ich krieg hier den richtigen Koller. Ich fahre hier im Kreis und rum und in die Kurve und... Die Feuerwache ist in Downtown gewesen. Kann ich mich erinnern? Das sind wir jetzt aber nicht. Da sind wir schon lang dran vorbei. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann. Das sind so dumme Fehler, sind das. So dumme, leichtsinnige Fehler. Guck mal, wie er die Waffe hält. Wie ein Behinderter. Hallo. Ich bin Tommy. Ich erschieß dich. Komm, wir machen eine Taximission. Nein, Mann. Nicht mal mehr der Taxifahrer kann mich leiden. Steig aus. Halt an und steig aus. So. Du blöd. Steigst aus. Drücke eher die R3-Taste. So, Taxi. Auf geht's. Machen wir mal noch eine kleine Runde Taxi. So zwischendrin. Das macht eigentlich immer ganz schön Fun. Kann man ein bisschen die Stadt erkunden, sieht die lustigen Menschen, kann ein bisschen seine Fahrskills trainieren, sage ich mal. Und ist ansonsten auch richtig cool drauf. Und kann nebenbei ein bisschen Geld verdienen. Und fehlen uns nur noch 10.000. Vielleicht schaffen wir die 50.000 gar voll zu machen mit dem Taxifahren. Ich bin aber ja bekanntlichermaßen nicht so zuversichtlich, weil erstens läuft die Zeit schon wieder ab. Hallo? 33. Ja, komm, steig ein. Hallo? Ja, ist kein Wunder, dass du aussiehst, wie du aussiehst. Beweg dich einfach mal. Meine Fresse, ey, das kann überhaupt gar nicht sein. Leute, ich habe gerade 10, die Zeit ist auch schon wieder gegen uns. Ich mache hier einen kleinen Cut. Bis zur nächsten Folge. Danke fürs Einschalten. Und schreibt mir in die Kommentare. Danke. Servus.